Heute kam die mit teuerste SBC in FIFA 23 raus, nämlich Kylian Mbappé als neuer Ligue 1 POTM. Was für eine krasse Karte. Wie immer gibt's jetzt den kurzen und knackigen SBC-Check. Lohnt sich die Karte oder eher nicht? Let's go. Mbappé spielt, wie ihr wisst, für PSG in der französischen Liga. Er kommt aus Frankreich, kann Stürmer, Mittelstürmer und auf beiden Flügeln spielen, was schon mal ziemlich nice ist. Auch stark ist, dass er 5 Sterne Skills hat, 4 Sterne Weak Foot, Top Arbeitsrate mit hochgeringen, dazu den Balltype Unique. Das ist natürlich alles richtig gut bei ihm. Genau wie seine Werte, die sind überragend. Mbappé ist natürlich eine sau geile Karte im Spiel. Gerade das Tempo in Kombination mit dem Abschluss sind wirklich besonders bei ihm, aber gerade sein Bodytype und einfach wie sich die Karte anfühlt, ist halt in-game nochmal besonders. Beim Chemistry-Style würden wir mit einem Marksman gehen, so kann man die Werte eigentlich wirklich perfekt ergänzen. Dass Mbappé quasi perfekt einzubauen ist, darüber müssen wir eigentlich auch nicht reden. Es gibt viele nice Karten von PSG, wie Messi, die neue Ramos-SBC und generell ist Frankreich ja auch eigentlich die mitbeste Nation in FIFA. So, dass Mbappé eine geile Karte ist, das ist uns ja allen bekannt. Kommen wir jetzt zum Wichtigen, nämlich dem SBC-Preis. Also wie viel zahlt man wirklich für diesen POTM? Und das ist schon ziemlich Wahnsinn, man muss hier ultra viele Teams abgeben, unter anderem ein 89er, zwei 88er und ein 87er Team. Das ist einfach ultra teuer, der SBC-Preis kostet laut Footbin ungefähr 1,8 Millionen, was wirklich eine richtige Stange Geld ist. Natürlich bekommt man hier auch noch ein paar Packs draus, aber 1,8 Millionen für eine Karte ist schon echt ziemlich viel. Die SBC läuft übrigens noch ziemlich genau einen Monat. Was heißt dieser Preis jetzt? Also wie kann man den einordnen? Fangen wir mal an mit Mbappés Inform. Der hat nämlich das gleiche Gesamtrating und die Karte kostet auf dem Markt 1,7 Millionen, also ziemlich genau gleich viel und hat quasi die genau gleichen Werte. Dann gibt es aber natürlich noch Mbappés Goldkarte, die auch nur ein Gesamtrating schwächer ist als der POTM für nur 700.000 auf dem Markt. Das ist einfach deutlich weniger. Und ganz ehrlich, für einen Gesamtratingpunkt mehr sollte man hier so viel Geld ausgeben. Das sehe ich nicht wirklich. Ich finde den Inform auch schon ziemlich teuer. Ich meine, Mbappé ist ja eine geile Karte an sich. Ich meine, hier wird der Unterschied halt nicht so groß sein, wenn es nur um ein Gesamtrating geht. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Mbappé ist an sich nicht wirklich zu vergleichen. Wir haben aber jetzt mal noch rein vom SBC-Preis Zidane mit reingenommen. Hier gibt es nämlich die auch sehr nice Icon-SBC zu ihm und die kostet ungefähr genauso viel, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Hier ist der Preis auch relativ angemessen, man bekommt hier mit einer der besten Karten im Spiel. Lohnt sich dann nicht eher, sie dann mitzunehmen, wenn man schon so viel SBC-Futter ausgibt? Um mal einfach noch eine andere Icon-SBC mit reinzunehmen, hätten wir Hugo Sanchez für 630.000. Hier bezahlt man also auch wirklich deutlich weniger als für Mbappé und bekommt eine richtig stabile Icon. Also, sollte man die SBC eher machen oder lassen? Klar, Mbappé ist schon ultra krass und mit die beste Karte im Spiel, der POTM sieht echt ziemlich gut aus. Allerdings ist der nur ein Gesamtrating besser als die normale Goldkarte von Mbappé. Im Vergleich zu dem Informpreis geht der Preis wahrscheinlich schon in Ordnung, aber im Vergleich zur Goldkarte ist das doch etwas überzogen. Mbappé hat ja auch schon bessere Versionen. Also, wir finden die SBC hier klar zu teuer. Wenn ihr so viel ausgeben wollt, könntet ihr sie dann machen. Ich denke, da habt ihr einfach insgesamt mehr von. Wir würden also eher lassen sagen. Aber ganz wichtig, was sagst du? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, das zu lesen. Bis zum nächsten Mal.